Ein ganz anderes Thema und zum Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Zum 607. Mal findet der statt. Seit dem vergangenen Freitag ist er offiziell eröffnet. Seitdem wird ordentlich gefeiert, getanzt, gelacht und natürlich auch sehr viel Schorle getrunken. Heute haben die Verantwortlichen eine Halbzeitbilanz gezogen, denn morgen und am Donnerstag ist Wurstmarkt Pause, bevor es dann am Wochenende noch mal so richtig losgeht auf diesen mehr als 300 Ständen und Fahrgeschäften auf dem wohl größten Weinfest der Welt. Die Betreiber rechnen in diesem Jahr mit demselben Besucherandrang wie noch vor der Pandemie, also mehr als 600.000 Besucher. Und die Schausteller, Winzer und Budenbesitzer, die blicken zufrieden auf die erste Halbzeit. Bereits vormittags sind die 36 Schubkarchstände gut besucht und Anna Schwarzer hat heute mit einem sogenannten Zäpfler, also einem Ausschenker, über diese erste Wurstmarkthälfte gesprochen. Das war ein traumhafter Wurstmarkt in diesem Jahr bisher. Das Wetter hat gepasst, die Leute freuen sich, dass endlich wieder das große Fest hier in Bad Dürkheim stattfindet. Wir haben alle Spaß, wir haben ganz viele alte Bekannte wieder getroffen. Der Riesling schmeckt und es war wirklich ein ganz toller Auftakt. Es wird ein bisschen kühler laut Wetterbericht, aber es bleibt schön und sonnig. Deswegen freuen wir uns wahrscheinlich auf einen noch besser besuchten Nachmarkt. Weil wenn es ein bisschen frischer wird, dann schmeckt der Riesling auch nochmal ein bisschen besser. Und deswegen freuen wir uns eigentlich, dass es genauso gut weitergeht und vielleicht noch so ein Hauch besser werden kann, was aber fast schon gar nicht mehr möglich ist. In Selbohorn stößt wahrscheinlich der Marktleiter Markus Brill. Anna Schwarzer hat mit ihm gesprochen. Herr Brill, welche Bilanz ziehen Sie denn nach der ersten Wurstmarkthälfte? Ein sehr, sehr positives Fazit ziehen wir nach dem ersten Wurstmarktwochenende. Wir hatten einen tollen Freitag, einen tollen Eröffnungsspiel, einen tollen Fassanschluss mit dem Ministerpräsidenten. Wir hatten einen großartigen Aufzug und wir hatten ein Festprogramm bis mitten in die Nacht. Der Samstag war der Platz bereits früh gefüllt. Wir hatten einen sehr starken Sonntag, trotz des heißen Wetters. Wir hatten einen fantastischen literarischen Frühschoppen. Wir freuen uns heute auf ein großartiges Feuerwerk. Und dann haben wir zwei Tage Ruhe und dann geht es ins zweite Wochenende. Nehmen Sie uns doch mal mit, was waren denn so die Highlights der ersten Woche? Ja, das ist der Highlight sind wirklich diese kleinen Geschichten. Also gerade der Freitag ist für viele halt wirklich ein Ankommen. Man trifft sich, viele haben das ganze Jahr nicht gesehen, treffen sich aber am Freitag vom Wurstmarkt. Also gerade dieses Thema, dieses gemeinsame, ein Glas Wein trinken, ein bisschen austauschen sich miteinander. Die 21 Fahrgeschäfte genießen, die man hat, tolles Essen und einfach die Atmosphäre in den Schubkarständen oder im neu gestalteten Weindorf. Das sind schon so die Highlights. Und dann haben wir natürlich gestern einen fantastischen Frühschoppen gehabt, wo die Leute morgens um 4 schon da waren und dann wirklich gefeiert haben, Pfälzer Mundart. Und das ist einfach grandios, wenn man sowas erleben darf. Sie haben ja gerade eben schon das Feuerwerk angesprochen. Was sind denn noch so Highlights, die jetzt in der zweiten Hälfte auf die Besucherinnen und Besucher warten? Ja, es ist ja traditionell so, dass der Wurstmarkt kein großes Rahmenprogramm hat, sondern der Wurstmarkt eigentlich sich selbst genug ist sozusagen. Und wir haben natürlich zum einen unsere 47 Ausschankstellen mit den 36 Schubkarständen, mit den 13 im Weindorf, aber auch das Festzelt, Hamel, darüber hinaus natürlich auch kleinere Ausschankstellen. Und eigentlich geht es wirklich darum, dass die Leute zusammenzubringen und friedlich zu feiern. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz großer Vorteil des Wurstmarkts, dass wir wirklich ein sehr friedliches Volksfest sind, was für die ganze Familie sich eignet. Vom Kleinkind mit den Eltern und Großeltern bis eben hin zu Jugendlichen und am Ende auch Erwachsene, sodass wir wirklich ein sehr, sehr positives Feedback haben. Ein Thema, was man aber nicht außer Acht lassen darf, ist, dass ein Volksfest oder Volksfest im Allgemeinen ja immer trotzdem Anziehpunkt für Straftaten wie beispielsweise Diebstahl oder Gewaltausschreitungen sind. Wie war das denn jetzt hier in der ersten Woche auf dem Wurstmarkt? Das ist, was uns besonders freut, denn auf der einen Seite haben wir weit über 100.000 Besucher gehabt in einzelnen Tagen und trotzdem war es friedlich und wir haben eine ganz, ganz geringe Quote, was diese Taten eben betrifft. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass der Wurstmarkt wirklich von allen so geschätzt und respektiert wird, dass wir da wirklich ein Vorbild sind. Wie sieht es denn dann im nächsten Jahr aus? Also der Wurstmarkt wird ja dann wahrscheinlich auch wieder stattfinden. Können Sie uns da vielleicht schon so einen kleinen Einblick geben, was uns da so erwarten würde? Ja, natürlich, die Planung fürs nächste Jahr laufen schon, weil jetzt hat man es einmal im Original aufgebaut sozusagen. Und da findet man immer Kleinigkeiten, die man verändern kann. Wir haben gerade nach Corona viele Veränderungen gehabt aufgrund der Änderungen der Schaustellerszene. Wir haben bloß noch ein Festzelt beispielsweise, haben diese Flächen jetzt mit Reisegastronomie, einem großen Weindorf eben gefüllt. Und so werden wir fürs nächste Jahr wieder Kleinigkeiten ändern, aber sie werden nicht so groß sein wie in den 2 Jahren nach Corona. Herr Brill, vielen Dank für die Eindrücke hier nach der zweiten Hälfte auf dem ersten Hälfte auf dem Wurstmarkt. So.